Melanie Müller hat es offenbar satt zu schweigen. Nach den Nazi-Vorwürfen und der Razzia bei ihr zu Hause in Deutschland wollte sie uns eigentlich kein Interview mehr geben. Bis jetzt. Als wir sie nach ihrem Auftritt am Wochenende auf Mallorca treffen, antwortet sie unserem Reporter, wie sie auf die Ermittlungen gegen sie reagiert und was ein Experte dazu sagt. Melanie Müller gibt Gage auf der Bühne. Am Ballermann merkt man ja am Wochenende nichts an. Alles wie immer. Mein Chef hat gesagt, wenn ich heute richtig geil bin, dann haben wir vielleicht noch ein, zwei Tage auf. Auf Mallorca naht das Saisonende, während in Deutschland die Ermittlungen laufen. Sagen Sie etwas zu dem Thema Hausdurchsuchung. Was Melanie Müller antwortet und was ein Körpersprache-Experte daraus liest. Für mich ist auch klar, dass sie sich diese Geschichte zurechtgelegt hat. Im September wird RTL ein Video zugespielt. Melanie Müller bei einem Auftritt in Leipzig inmitten von rechtsradikalen Parolen. Einige heben den Arm zum Hitlergruß. Melanie Müller macht einfach weiter. Später distanziert sich die Schlagersängerin. Sie habe davon nichts mitbekommen. Hätte ich vorher gewusst, was das für eine Veranstaltung gewesen ist oder was davon zu meinem Konzert vor Besucher kommt, hätte ich das natürlich sofort abgebrochen. Sie habe nichts mit der rechten Szene zu tun. Doch dann taucht ein zweites Video auf. Hier hebt sie anscheinend selbst den Arm, mutmaßlich zum Hitlergruß. Melanie Müller bestreitet das. Seit 11 Jahren stehe ich auf der Bühne und mache immer diese Handbewegungen. Nicht aus rechtsradikalem Hintergrund, sondern zicke-zacke, zicke-zacke. Also genau so, wie ich es dort mache. Das zweite Video stammt offenbar vom gleichen Auftritt wie das erste. Entstanden angeblich vor Mitgliedern des Motorradclubs Rowdies Eastside. Dafür macht sie vorher noch Promo. Ihnen wird Nähe zum rechtsextremen Milieu nachgesagt. Die Folge: Der Staatsschutz nimmt Ermittlungen gegen die Sängerin auf. Am Donnerstag, 5 Uhr morgens, stürmen Polizisten das Wohnhaus der 34-Jährigen in Leipzig. Melanie Müller ist zu diesem Zeitpunkt auf Mallorca, tritt weiter auf, wie auch an diesem Wochenende. Sagen Sie etwas zu dem Thema Hausdurchsuchung. Deutschland wird das gerade kontrollieren, wird nichts finden. Aber interessiert euch doch mal dafür, dass halb Deutschland nicht eine Gasrechnung bezahlen kann. Dankeschön. Es gibt noch viel wichtigere Sachen, oder? Melanies Reaktion zeigen wir heute Nachmittag Körpersprache-Experte Michael Ehlers. Für mich ist auch klar, dass sie sich diese Geschichte zurechtgelegt hat. Also ihr war klar, die Frage wird irgendwann von einem Reporter und einer Reporterin kommen. Und dann wird sie diese Geschichte erzählen. Ist das für euch so wichtig, während halb Deutschland die Gaspreise nicht bezahlen kann? Dass sie sich darüber freut, also sie selbst diese Antwort gut findet, sehen Sie auch an ihrer Mimik im Nachhinein. Sie lächelt, jetzt freut sie sich darüber und im Weggehen bestätigt sie das Ganze noch einmal. Also verstärkt das und fühlt sich mit dieser schlechten Aussage wohl. Eine Aussage, die trotz weniger Worte eine deutliche Sprache spricht. Interessiert euch doch mal dafür, dass halb Deutschland nicht eine Gasrechnung bezahlen kann. Das war ein klassischer Whataboutism, wie sich das Ganze nennt. Also ich weiche ab von dem eigentlichen Thema. Und sie bedient sich hier wieder einem rechten Narrativ. Und das ist das Problem von Melanie Müller, dass sie offensichtlich an einem Milieu zu Hause ist, in dem diese Narrative zum Alltag gehören. Sie hätte ja auch sagen können, ist das Thema für euch denn so wichtig? Oder wollen wir nicht lieber über Gender Gerechtigkeit sprechen? Wollen wir nicht lieber über die Klimakatastrophe sprechen? Klassische linke Themen. Fakt ist, der Staatsschutz ermittelt gegen Melanie Müller. Wegen des Verdachts des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen. Und Melanie Müller bestreitet sämtliche Vorwürfe. Wir sehen uns dann morgen. Schön.